bin Jana Wölter von der AG Kritischen Ökologie und wir sind eine kleine Gruppe von Studenten, die sich vor circa anderthalb Jahren zusammengesetzt haben und wir möchten uns mit kritischen Gedanken auseinandersetzen, haben uns aber dabei bei keinem speziellen Thema jetzt zugewendet. Und durch die momentane öffentliche Diskussion mit der Energiewende und den erneuerbaren Energien und auch durch die Reclaim Power Tour haben wir uns dann mit dem Thema Biogas näher auseinandergesetzt. Also wir sind generell gegen Biogasanlagen durch die vielen Nachteile, die davon ausgehen. Zum Beispiel werden Monokulturen gefördert und dadurch geht die Biodiversität in Deutschland und auch über die Grenzen hinaus verloren, wird geringer. Dann zusätzlich kommt es zu einem größeren Flächendruck durch die Nahrungsmittel, die angebaut werden müssen, die Futtermittel und eben auch die Energiepflanzen, die ja auch wieder Fläche brauchen. Und zusätzlich gehen von den Anlagen direkt auch nochmal Risiken aus, die man eben nie ganz ausschließen kann, wie zum Beispiel das Risiko von einem Brand, von einer Explosion, von dem Methanaustritt. Plötzlich wird in jüngster Zeit auch diskutiert, dass die Biogasanlagen als Brutlagerstätten von Krankheitsregern und Keimen dienen, so zum Beispiel für E. coli-Bakterien, die sich darin vermehren können. Es wird auch diskutiert, dass da eine Verschmelzung von verschiedenen Bakterien stattfinden kann. Es ist aber nicht hundertprozentig nachgewiesen. Und dann das Bakterium für den chronischen Botulismus, das Verwesungsbakterium, das soll da auch optimale Bedingungen finden und wird auch durch den Hygienisierungsprozess trotzdem nicht hundertprozentig wahrscheinlich daraus entfernt. Bei dem Methanaustritt ist es so, man kann es nie hundertprozentig ausschließen, dass gar kein Methan austritt. Man hat einen Grenzwert angesetzt von 4%, darüber hinaus sollte es nicht gehen. Allerdings ist es so, dass es auch kein Gesetz gibt, das wirklich den Betreiber dazu verpflichtet, die Biogasanlagen auf Methanschlüpfe, also Löcher, wo Methan austreten kann, zu untersuchen. Man kann Methan auch nicht sehen, also das ist ein unsichtbares Gas und man braucht dazu spezielle Messgeräte, um das dann nachweisen zu können, wo dieser Methanschlupf ist, um diese Löcher dann auch wirklich zu verschließen zu können. In 2012 ist das eben auch schon passiert, dass eine Biogasanlage, da ist der Überdruckregler kaputt gewesen, dadurch hat sich das Gas angesammelt und durch den zusätzlichen starken Wind, der stattgefunden hatte, ist dann die Gaskuppel zur Seite gedrückt worden und dadurch konnte dann Methan entweichen. Explosionen und Brände gab es in Deutschland zum Beispiel im letzten Jahr. In Bayern sind einige Biogasanlagen und auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo man Brände nachgewiesen hat.